Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Warrior VGC Kanal. Es tut mir leid, die letzten zwei Wochen, ich glaube 2,5 Wochen sogar, gab es keine Ladder-Videos. Die werde ich jetzt auf jeden Fall wieder fortsetzen. Ich hatte wirklich viel zu tun. Nicht nur die Regional Prep, sondern ich bin ja auch gerade an meiner Abschlussarbeit dran, an meiner Diplomarbeit. Und da ging das jetzt los. Und da brauchte ich jetzt die ersten Wochen quasi erstmal ein bisschen Zeit, um mich da einzuarbeiten, um mich da einzufinden. Deswegen verzeiht mir den Lack of Videos. Ich versuche das auf jeden Fall jetzt wieder mehr regelmäßig zu machen. Hat ja auch lange Zeit geklappt. Wie gesagt, seht mir das nach und willkommen zu einem neuen Video. Und das ist jetzt kein, wie ihr sicherlich bemerkt habt, ist das hier kein normales Ladder-Video, sondern ich werde jetzt hier ein bisschen über die Bochum Regionals sprechen. Und was es da jetzt für Metatrends gibt, generell wie es war, was das für ein Event war. Und ja, also genau, das wird jetzt quasi so ein bisschen besprochen von mir. Es war auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr cooles Regional. Tatsächlich habe ich auch Regional in Deutschland. Und es ist auch jeder, der hingehen konnte, von der Warrior Gang auch mal hingekommen. Richtig cool, einige von unseren Warriors mal das erste Mal gesehen. Darunter zum Beispiel Danilo, Daniel Delta, Tobi habe ich auch das erste Mal gesehen. Sind ja alles Leute, die ihr kennt, wenn ihr die Draft Leagues verfolgt, üben auf dem Warrior Plays Kanal. Und ja, also wirklich, war richtig cool natürlich die ganzen Leute mal zu sehen. Auch Shona das erste Mal getroffen, die hat ja auch ihr Bestes gegeben hier auf dem Regional. Und genau, es war auf jeden Fall einfach ein sehr cooles Event einfach. Und hat einfach super viel Spaß gemacht, alle zu sehen. Wurde auch von ein paar anderen Leuten angesprochen. Wie gesagt, wenn ihr mich angesprochen habt, tut mir leid. Es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich mag es natürlich, mit allen Leuten zu reden. Aber seht mir das bitte nach, wenn ich manchmal aus Versehen ein bisschen kurz angehalten bin. Ich bin natürlich im Kopf auch immer schon im Spiel. Und dann möchte ich natürlich auch zwischen den Runden mit meinen anderen Freunden mal sprechen und so. Deswegen, ja, seht mir das bitte nach. Ja, im Bochum Regional, das Venue war absolut insane. Die Zuschauer hatten quasi oben wie eine erhöhte Tribüne, wie in so einer Oper, sage ich mal. Und ja, sonst war es ein bisschen eng an den Tischen, aber das ist jetzt wirklich das Einzige, was man zu bemängeln hätte. Na gut, und dass man vielleicht nur nicht mit Karte zahlen konnte, wenn man sich was zu essen holen wollte. Das war auch ein Problem. Na gut. Aber hier seht ihr uns alle mal ein bisschen bei der Arbeit, sage ich mal. Hat Markus hier zum Glück Fotos von uns allen gemacht, wie wir ja gerade konzentriert am Spielen sind. Und hier ist unser Gruppenbild, da sind wirklich alle drauf. Richtig, richtig cool, dass dort alle mal gemeinsam zusammengekommen sind. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und am besten hat Pseudo-Warrior-Mitglied Casey abgeschnitten, sage ich. Also Danny Pseudo-Warrior-Mitglied, weil, naja, also er hängt schon viel mit der Truppe ab. Hier Christian, aus Österreich hier, leider natürlich auch nur 50 CP bekommen, hat hier das interessante Team gespielt von Costa, was ich ja letztens auch schon in der, was ich gefeatured habe hier, auf dem Warrior-Kanal, ist am ersten Tag 7-2 gegangen und hat sich damit quasi für den zweiten Tag qualifiziert. Am zweiten Tag hat es nicht so gut funktioniert, aber hey, er war besser als wir alle anderen. Und ja, mit diesem hier sehr interessanten Team. Wie gesagt, ihr solltet das vielleicht kennen, wenn ihr die Warrior-Folgen geschaut habt. Und ja, ist einfach ein ziemlich, ziemlich rundes Team, würde ich sagen. Hat sehr viele aggressive Optionen. Ihr seht hier über das World of Warner, könnt ihr den Tailwind setzen. Sandy Shocks mit Boost Energy sowieso sehr, sehr schnell unterwegs. Dann natürlich auch diese defensiven Optionen hier mit Garganical Leftovers. Besonders interessant finde ich hier tatsächlich Terra Bug Garganical, einfach für die Fighting und die Ground Weakness, also um die loszuwerden. Normalerweise nimmt man ja auch Ghost, aber da hast du halt eben keine Ground Resist und du hast dann auch keine Ghost Resist mehr. Deine Fähigkeit gibt dir ja die Ghost Resist, aber wenn du natürlich Geisttyp bist, nimmst du trotzdem einen normalen Schaden an Ghost. Deswegen Terra Bug hier eine sehr, sehr interessante Option. Ja, also war auf jeden Fall wieder ein riesiges Community-Event, super cool. Man hatte, fand ich, zwischen den Runden auch einiges an Zeit, eben weil es natürlich so viele Leute da waren. Ich glaube, wir waren 666 Teilnehmende und trotzdem wurde das gut gemanagt. Also wir sind da relativ schnell durch die neun Runden durchgekommen. Es ist trotzdem immer
immer ein anstrengender Tag, ne? Also wir haben immer 9 Runden jetzt gespielt. Also mit 11 Stunden muss man da rechnen. Ich glaube, es war sogar ein bisschen länger. Ich glaube, wir sind so kurz vorm 8 raus. Ne, kurz nach um 8. Also ich glaube, so 8:30 oder sowas sind wir raus. Und ja, da fällt man abends wirklich richtig müde ins Bett. Aber gut, wenn es halt keinen Spaß machen würde, dann würden wir es natürlich alle auch nicht machen. Hat dann ja im Endeffekt wieder extrem viel Spaß gemacht. Wie es für mich lief, ich bin leider 6-3 gegangen, findet mich hier auf Platz Nummer 90. Ich fand, ich hatte ein sehr interessantes Team. Ich glaube, es war einfach nicht gut genug. Ich habe mal versucht, was mit einem griechischen Kumpel was Eigenes zu bauen quasi. Ich lasse euch auf jeden Fall auch den Paste in der Beschreibung da, wenn ihr es mal selber ausprobieren wollt. Ich persönlich werde das Team wahrscheinlich jetzt nicht mehr spielen. Die Idee war hier einfach, in Series 12, wo ich das Regional gewonnen habe, konnte ich halt sehr gut mit den Screens umgehen und mit defensiven Switches und dann ein paar sehr offensive Attacker zu haben, wie das halt mit Kyogre und Sashen der Fall war. Das habe ich jetzt hier versucht, ein bisschen zu reproduzieren. Ihr seht, ich habe hier das Grimmsnarl mit den Screens, dazu das Great Tusk und das Fluttermane zusammen mit dem Torkoal. Diese 4 Pokémon sind sehr oft zusammengekommen. Torkoal setzt natürlich mit seiner Fähigkeit die Sonne und dann können die anderen beiden Pokémon haben dann quasi diesen Boost drauf. Und zusätzlich hat Torkoal ist halt ein sehr defensives Set. Hat Torkoal hier noch Helping Hand und Yawn, um den Gegner quasi zu disrupten, beziehungsweise um auch einfach mal riesigen Schaden rauszuhauen. Und ihr müsst halt wissen, ich hatte zum Beispiel ein Game, da habe ich wirklich einfach durch Fluttermane und Torkoal geleadet. Dann eins habe ich mit Moonblast das gegnerische Despotar rausgenommen und Yawn gedrückt auf das andere Pokémon. Dann Double Protected und danach habe ich für den Rest des Spiels, das waren noch 3 oder 4 Züge, nur noch Helping Hand und Deathwing Ding gedrückt und einfach alles bei dem Gegner besiegt. Extrem stark, wirklich. Also das hat schon funktioniert. Swordrest Great Tusk hinter Screens natürlich auch sehr bulky auf beiden Seiten, nicht nur auf der physischen Seite, sondern auch auf der normalerweise schwächeren Special-Seite. Der Terra Fire hier natürlich, erstens defensiv ist das sehr gut um die Eisschwäche zu negieren, um die Moonblast-Schwäche, sage ich schon, um die Fairy-Schwäche zu negieren. Die Wasserschwäche, dass man die behält, ist gar nicht so schlimm, weil man hat die Sonne draußen. Zum Beispiel ein Iron Bundle, also ein Eisenbündel mit der Hydro-Pumpe, macht halt ca. 30% bis 40% ohne Screen in der Sonne. Und ja, das kann man auf jeden Fall mal tanken, das ist okay. Rotom Wash hier, einfach guter Water-Type. Wie gesagt, das Team ist sehr langsam, das heißt, man muss versuchen, den Gegner zu disrupten. Und da hat man halt hier die Möglichkeit, mit Yawn, Spore und Will-O-Wisp eben den Damage weiter zu mitigaten. Und ja, leider ist es mir ein bisschen auf die Füße gefallen, dass das Team eben so langsam ist. Also meine erste Runde, die ich verloren habe, war gegen ein Trick Room-Team. Da habe ich aber auch einfach nicht so gut gespielt. Das war die allererste Runde. Der Gegner hatte einen Lashoking, da war ich nicht drauf vorbereitet. Und habe dann Game 1 eigentlich ganz gut gewonnen. Game 2 ein paar kleinere Fehler gemacht, die mir dann das Spiel gekostet haben. Und Game 3, weiß nicht, habe ich mir, glaube ich, die Hände gebrochen. Dann habe ich 4 Runden in Folge gewonnen, ohne ein Game zu droppen. Das hat sich sehr gut angefühlt. Da kamen dann einige neutrale Matchups, wo ich einfach besser gespielt habe als mein Gegner, aber auch einige einfach gute Matchups, wo der Gegner nicht viel machen konnte, weil er eben nicht vorbereitet war, diese zwar beliebten und starken Pokémon zu besiegen, aber halt eben, wenn die dann auch noch so tanky sind, durch die Screens und ich dann ein, zwei Attacken mehr rausbekomme, konnten die Gegner dann nicht mithalten. Die nächste Runde habe ich dann in Runde 6 verloren, und da fiel mir es dann halt auf die Füße, dass ich dort so langsam war. Und zwar war das einfach Hyper Offense. Der Gegner hatte Murkrow, hier Kramurks, mit dem Rückenwind gesetzt. Er hatte die Iron Moth und Fluttermane natürlich auch. Und er hat mich da einfach overpowered. Und dann am Ende, Game 1 wurde ich komplett überrannt, glaube ich. Und Game 2 waren das so ein paar kleine Reads, die hat er halt alle richtig bekommen. Und das ja, ist halt das Problem, wenn das Team kein einziges Pokémon hat, was schneller ist als von meinem Gegner, als das Pokémon meines Gegners, dann kann man halt dadurch gut strugglen. Vor allem,
wenn es dem Gegner auch einfach möglich ist, Torkoal oder Amoongus so zu overpowern. Ja. Und dass man da nicht einfach was schlafen legen kann oder so. Das wurde mir da leider stark zum Verhängnis. Und ja, damit war die erste Runde verloren. Danach habe ich mir zwei Runden wieder zurückerkämpft. Einmal gegen Trick Room. Mein Trick Room-Matchup eigentlich ganz cool. Die Idee ist dort einfach Grimmsnarl zu leaden. Gegnerischer Amoosh in die Delete kann da nichts machen. Ich setze einfach Lightscreen, dann Misty Terrain, um das Psychic Terrain zu überschreiben. Allerdings hatte mein Gegner auch ein Great Tusk. Und das kann halt mein Grimmsnarl einfach wegschießen, wenn ich da nicht aufpasse. Das heißt, ich musste mich quasi entscheiden, setze ich Reflekt, setze ich Lightscreen. Und mein Gegner hat das sehr gut gemacht. Mit seinem Great Tusk da diese Offensive rauszubrechen. Hat dann mit seinem Amoosh immer den Flächenschutz gedrückt, um mich mit Earthquake zu bedrängen. Und das war schon ziemlich schwierig. Ich habe es aber geschafft. Ich habe wirklich dann ihn ein, zwei Züge hart gereadet. Und Game 3 lief dann schon deutlich besser. Also Game 2 habe ich durch diese Hardreads quasi nochmal umdrehen können. Und Game 3 lief dann deutlich besser. Ich glaube, dann hatte ich ein bisschen den Mental-Vorteil, weil ich in Game 2 quasi mit diesem harten Read so gut gewonnen habe. Und in Game 3 lief das dann sehr gut. Dann Runde 8 war tatsächlich gegen mein erstes und einziges Don Dozo. Und mit Don Dozo ist das Team auch sehr interessant, weil ihr seht ja jetzt hier, ich habe jetzt nichts Besonderes gegen Don Dozo. Ich habe jetzt nicht den Clair Smog drauf oder den Dunkelnebel, um diese Stat Changes zu beseitigen. Sondern die Idee ist, je nach Terra-Type von dem Don Dozo, das entweder schlafen zu legen oder zu verbrennen und dann einfach durchzupowern mit purer Stärke und mich nebenbei mit Pollenpuff zu heilen. Wenn die Screens nach draußen sind, ist natürlich ein Bonus, das ist aber meistens nicht der Fall. Aber wie gesagt, Pollenpuff und entweder Fluttermane oder Great Tusk regeln das einfach, wenn der Gegner verbrannt ist oder wenn der Gegner schläft. Man hat da genug Zeit, um da durchzubuttern. Und genau das hat dann auch funktioniert. Runde 9 dann leider, ihr wisst, wie es ausgegangen ist, habe ich gegen Jumpy gespielt. Warte, ich kann euch sogar das Team zeigen. Er heißt Giovanni irgendwie. Giovanni Fanelli vielleicht? Bin bestimmt schon drüber. Giovanni Tonelli, hier haben wir ihn. Ist leider am nächsten Tag auch 1-4 gegangen. Ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es besser machen können, hätte ich da die 9. Runde gewonnen. Das war sein Team. Auch wieder sehr aggressiv, aber dafür habe ich eigentlich trainiert. Also genau dieses Iago, Great Tusk und Monetigo Matchup, das ist ja ein sehr bekannter Chor. Dafür habe ich eigentlich trainiert. Das Ding ist, er hatte dann noch den Wutpilz und der Wutpilz ist richtig schwierig. Game 1 habe ich sehr convincing gewonnen, Game 2 leadet er tatsächlich Goldengo und Wutpilz. Und da muss ich mich quasi entscheiden mit meinem Grimmsnarl Lead, setze ich dort jetzt den Reflektor oder setze ich das Lichtschild? Setze ich das Lichtschild oder setze ich das Misty Terrain, um halt der Sport zu entgehen. Und ja, ich musste mich dann immer gezwungenermaßen für das Misty Terrain ansetzen, um halt der Sport zu entgehen. Und er konnte dann einfach mich mit seinen Special Attackern in Monetigo und Eisenbündel überrennen. Es war trotzdem sehr knapp. Es waren ein paar Reads auch dabei und leider hat mein Helping Hand Close Combat mit Torkoal das Brute Bonnet nicht rausnehmen können, als es geterrat hat. Er hat dann 1 geterrat, ich habe Helping Hand Nahkampf gedrückt und es hat wirklich auf so viel gelebt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Wall war. Es kann einfach auch sehr defensiv gebaut sein, deswegen würde ich da jetzt nicht sagen, dass es irgendwie unlucky war. War natürlich ein bisschen bitter und da war dann der Tag für mich vorbei. Und Giovanni Tonelli konnte noch weiterspielen am nächsten Tag. Ärgerlich. Trotzdem, dadurch, dass wir 4-1 auf 6-2 auf 6-3 gegangen sind, von 4-2 auf 6-2 auf 6-3, haben wir uns damit quasi den 90. Platz gesichert und 40 CP gesammelt. Und jetzt bin ich auf 90 CP von 250, also noch ist alles auf Kurs Richtung Worlds. Leider andere Freunde nicht geschafft, sehr ärgerlich, auch alle 6-3 gegangen, da muss man auf jeden Fall was machen, 129 und so weiter, gibt es noch einige 6-3er, die keine Punkte bekommen haben. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt
für einige von denen viel einfacher war als für mich, 6, 3 zu gehen. Genau. Aber dann würde ich sagen, genug davon, genug von meinem Team. Sprechen wir doch mal über die Top-Teams, die hier gewonnen haben. Und die Top 8 sind hier oben. Absolut insane Performance natürlich wieder von Markus Statter, der sich hier das Regional nach Hause genommen hat. Ist jetzt sein viertes Regional, damit ist er jetzt alleiniger Top-Regional-Winner. Es gab vorher noch Jamie Boyd, der natürlich auch immer noch aktiv ist und vielleicht sich irgendwann auch sein viertes Regional holt. Aber ja, bisher haben beide drei Regionals bzw. Regionals und Nationals gewonnen. Früher hießen die Regionals ja anders. Und ja, diesmal war es aber Markus Statter. Ich würde aber sagen, wir rollen das Feld von unten auf und schauen uns einfach mal Platz 5 bis 8 an. Denkt immer dran, diese Leute hier sind trotzdem 11-3-13-1 in den Swiss Rounds gegangen. Also absolut insane Performance. Und ja, diese Teams sind halt, können halt locker genauso gut sein wie die oberen vier Teams. Hier haben wir erstmal Giuseppe Musico mit seinem Balance-Team. Das finde ich ein sehr, sehr cooles Team. Es ist natürlich wieder, ich sag mal, etwas langsamer unterwegs, ja, aber es ist trotzdem schon wieder schneller als mein Team. Also ihr habt hier zum Beispiel Iron Bundle mit dem Covert Cloak. Das Coole an dem Covert Cloak ist, wenn Iron Bundle, das Gegner Iron Bundle sich mit dieser Booster Energy bufft, also den Speed um 1,5 erhöht, ist es auf 309, normalerweise ja auf 206. Und wenn ihr dann Icy Wind drückt, und ihr seid ja immun gegen den Icy Wind Speed Drop aufgrund des Covert Cloaks, wenn ihr dann Icy Wind drückt und es minus 1 Speed geht, geht es auf 205. Das heißt, ihr outspeedet nächste Runde mit dem Eisenbündel selbst. Was sehr cool ist. Also ja, hier Eisenbündel, Terra Steel, Bulky, Fluttermane. Extrem starke Combo, um den Gegner auch in Late-Game-Situationen quasi zu bedrängen. Dann Amoongus King Gambit habe ich diese Balance-Teams tatsächlich sehr oft leaden sehen. Einfach, weil es halt ein sehr defensiver Lead. King Gambit kann eigentlich nichts besiegen. Und Amoongus resistet auch die Fighting-Types, die King Gambit hier gefährlich werden können. Und genau, das ist einfach ein guter Lead, wenn der Gegner keinen Riesenzahn hat. Einfach um zu gucken, was der Gegner so macht. Ja, Arcani brauchen wir nicht drüber sprechen. Mit Irrlicht und mit Snarl ist natürlich einfach gut. Und ja, das Dragonite fand ich persönlich sehr interessant. Das ist Lumberry, um nicht verbrannt zu werden. Aber dann trotzdem 4 Attacks. Normalerweise sieht man auf so einem ja eher die Assault Vest, die natürlich jetzt hier schon vergeben ist, oder so ein Wahlband. Oder man sieht einfach kein vierter Attack, sondern Protect oder Drachentanz oder sowas. Sehr interessantes Team. Und ja, wie gesagt, ein sehr balanced Team. Und ja, das ist einfach cool. Gehen wir weiter zu Feis. Feis hat auch ein sehr interessantes Team. Der hat tatsächlich das auch. Also die Idee gehabt quasi, wie ich umsetzen wollte, dass man quasi ein defensives Torkoal hat. Hier seht ihr fast das genau gleiche Moveset. Ich hatte natürlich die Hitzewelle statt den Flammenwerfer. Und dann ist Fluttermane und Great Tusk. Ihr hatten Great Tusk ja mit Assault Vest und Fluttermane mit dem Life Orb. Er hat hier auf der Fluttermane Choice Flex, um noch ein bisschen mehr Schaden zu machen. Außerdem hilft der vierte Attack Power Jam auch gegen die Arcanis zum Beispiel. Und ja, Great Tusk hier mit dem Focus Sash. Ich glaube, im Nachhinein hätte ich tatsächlich, ich war schnell auf der Offensivweste auf meinem Great Tusk festgelegt, aber ich glaube, ich hätte da nicht so festgelegt sein sollen. Das hätte definitiv auch ein Focus Sash sein können oder ein Life Orb vielleicht sogar und dann halt einfach eine schnellere Great Tusk Variante und statt dem Rotom Wash vielleicht ein Eisenbündel oder sowas. Denn hier ist auch Eisenbündel drauf. Ihr seht keine Hydropumpe, sondern Zugabe, sehr interessant, aber mit Zugabe kippt man halt den Gegner, ist halt sehr gut. Der Gegner, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt Eisenbündel und Fluttermane auf dem Feld habt, der Gegner darf nicht protecten, weil nächsten Zug wird er sonst einfach von euch gezugabt. So, und er muss aber ja teilweise eigentlich protecten, weil sonst Fluttermane einfach durchschießt. Also sehr, sehr coole Interaktion da. Ja, dann Maushold mit Friendguard hilft natürlich eben all diesen Pokémon hier noch länger zu überleben. Wohingegen es auch selbst mit Superfang ein Gegnerleben halbieren kann. Und dann mit Choice Backs quasi, also das Fluttermane ist langsamer als das Maushold, das heißt, ihr drückt Superfang, halbiert die Gegner-Health und dann gibt es kaum was hier Fluttermane überleben kann. Also das, ich hab zum Beispiel das Einzige, was ich gesehen habe, was überlebt hat, war ein
Goldengo mit Assault Vest, was halt super bulky war. Aber ja, also die Grundidee des Teams finde ich auch ein sehr, 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 sehr cooles Team. Leider kein Paste offen, aber ja, Open Team Sheets findet ihr alle auf der Website. Auch unten in der Beschreibung drin nochmal diese Website und dann könnt ihr die Teams natürlich selber nachbauen. So, gehen wir weiter zu Platz Nummer 7 mit Michael Kelch. Das ist auch wieder ein ja, sehr aggressives Team mit Talonflame und Great Tusk. Dragonite sehen wir auch öfter. Eisenbündel darf in diesem Team auch nicht fehlen. Wieder Choiceback Slutterman dabei. Extrem viel Schaden. Und auch wie gesagt, in Late-Game-Situationen ist Eisenbündel plus Slutterman extrem stark. Und dann ist das Tyranitar da für den mit Drachentanz. Und das ist auch da dafür da, um Gegner quasi einfach zu punishen, wenn sie passiv leaden. Ich habe das bei mir gemerkt in Practice-Matches, nicht im Regional direkt. Gegen Talonflame Great Tusk habe ich gerne mal zum Beispiel meinen Grimmsnarl und meinen Moongas, meinen Hutsasa geleadet, um dann einfach einen Screen zu setzen und etwas in etwas Spore zu drücken. Hier bist du aber Terra Gras und kannst einfach auf diesen Lead zum Beispiel einfach for free Dragon Dance drücken. Kannst du oft Dragon Dance drücken, wie du möchtest, weil der Gegner kann dir keinen Schaden machen. Und das ist absolut gefährlich. Und ja, deswegen, ja, und dann noch so gut gepilotet von Michael Kelch heißt das dann, dass es für Top 8 ausreicht. So, weiter geht's hier mit Marco Silva. Marco Fierro online, auch sehr bekannter Spieler, ist hier für ein Balance-Team gegangen. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen, ist wirklich einfach Balance. Curse Mimikyu, sehr interessant, ist halt eben für Dondoso. Ich finde es super cool, dass wir jetzt gerade im Meta sind, wo man so viele wilde Moves spielt, wie zum Beispiel Curse. Und ja, wie gesagt, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ihr wollt mit Warring Moon am Ende quasi clearen. Mit Dragon Dance und der Booster Energy, da seid ihr einfach super schnell und habt super viel Attack. Mimikyu für das Dondoso Matchup sehr gut, aber auch in anderen Situationen kann das gut kommen. Ist halt immer ein Free Switch-In, weil ihr die Disguise habt. Und genau, das finde ich auch einfach ein starkes Team. Für alle, die vielleicht nicht ganz wissen, was Balance bedeutet. Balance ist einfach, man spielt 6 einfach starke Pokémon, die halt so zusammen synergieren, ohne jetzt eine große Grundidee zu verfolgen. Also zum Beispiel meine Grundidee war eben Torkoal mit Great Tusk und Fluttermane, um diese Abilities quasi gegenseitig auszunutzen. Balance verfolgt nicht so eine Grundidee. Eine weitere Grundidee ist zum Beispiel Famibs, also Maushold und Epitaph zusammen, um halt diese Zornesfaust quasi zu erhöhen. Ist auch eine Grundidee. Sowas gibt es halt in diesem Team hier nicht. Hier hast du einfach nur starke Pokémon und kannst über gute defensive Switches, aber auch schnelle Pokémon quasi hier den Sieg erkämpfen. Kommen wir zu den Top 4 Teams. Jetzt wird es schon eine ganze Sache interessanter. Wir sind hier bei Victor Jimenez mit Dondoso, Tatsugiri, Westset. Am Ende natürlich hier Iron Moth, Toxic Spikes gewinnt hier das Mirror gegen jedes Dondoso. Die Idee ist da quasi, du switchst Dondoso gegen Dondoso. Wissen wir mittlerweile, kann niemand gewinnen. Aber wenn das Gegner Dondoso natürlich vergiftet ist, weil du vorher die Spikes gesetzt hast, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du gewinnen. Und wenn der Gegner jetzt denkt, okay, ich bin eine Stufe schlauer und bring direkt bei Dondoso rein, kannst du mit Acid Spray seine Special Defense senken und dann kann Fluttermane da auch einfach durchkämpfen. Sehr, sehr coole Idee. Arcanine und Dragonite sind auch noch da für Cleaner bzw. für Disruption. Ja, ihr seht ja Arcanine. Close Combat, extrem interessant. Würde mich mal interessieren, für was er da Close Combat gebraucht hat. Und ja, also einfach wieder ein sehr aggressiv orientiertes Team, aber sehr cool, weil es eben diese Probleme, die diese Teams normalerweise haben, auf eine sehr intelligente Weise löst. Aurelion Sola, den haben wir sogar im Stream auch gesehen. Also ich dort live. Ich weiß nicht, ob man die anderen Leute schon mal im Stream gesehen hat. Ich werde mir das Regional noch später nochmal anschauen. Hat ja auch wieder diesen Maushold Great Tusk Goldengo Core, was extrem böse ist einfach, vor allem mit Nasty Plot und Covered Cloak. Du kannst nicht gesnarlt werden an dem Maushold vorbei. Das heißt, solange der Gegner das Maushold nicht besiegt, kann dein Goldengo quasi machen, was es will. Und wenn dann Maushold besiegt ist und ja, ein Goldengo, sagen wir, plus 2 Special Attack ist, zack, kommt Iron Bundle rein. Ist das schnellste Pokémon auf dem Feld dort, dank der Booster Energy, drückt Icy Wind, Goldengo outspeedet alles und boom, macht einfach einen Haufen Schaden. Extrem krass, man hat noch einen zweiten Setup neben Goldengo, falls Goldengo mal nicht so gut funktioniert.
Und ja, danach Dragonite und Great Tusk, die auch einfach eine defensive Synergie ergeben und zusätzlich noch einfach extrem viel Schaden raushauen. Super cooles Team und ja, verdienter, ich glaube, dritter Platz. Dann haben wir Alex Soto und das ist ja mal absolut insane Erfolgsstory. Also er hat jetzt in Liverpool letzten Monat den zweiten Platz belegt, im Finale rausgeflogen, sage ich mal. Und jetzt hat er hier das gleiche Team wiedergebracht. Also keine Protects. Ich glaube, er hat zwei Items geändert, nämlich das Hatterene-Item. Nee, er hat das Torkoal-Item geändert. Ich glaube, das war vorher Choice Packs. Und das Armor Rouge-Item, das war vorher auch irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau was. Es ist aber einfach ein Series 1-Team. Ihr seht es hier. Er hat das gleiche Team gespielt, was er in Series 1 in Liverpool gespielt hat. Und hat jetzt in Series 2 mit all den Paradox-Pokémon wieder Platz 2 belegt. Extrem krass, extrem krass. Jeder hat ein Trick Room Matchup. Man ist so vorbereitet auf Indeedee Armor Rouge. Und trotzdem schafft dieser Mann das einfach, das zweite Mal ins Finale zu kommen. Extrem, extrem cool. Zu dem Team gibt es natürlich nicht viel zu sagen. Es hat null Protects. Du möchtest einfach Trick Room rausbekommen, dann im Trick Room so viel Damage wie möglich machen. Du bist auch angewiesen ein bisschen auf Reads. Aber manche Leute haben auch einfach kein Matchup und du kannst einfach durchfeuern. Ja, also einfach extrem krass. Wirklich riesen Props an Alex Soto, dieses Team so zu piloten, dass das zweimal ins Finale kommt, in zwei verschiedenen Formaten. Also das ist wirklich was, kann man stolz drauf sein. Schade natürlich, dass es beide Male knapp nicht gereicht hat, aber wirklich, also zweimal Zweiter zu sein, das ist. Das also in Folge ist richtig, richtig krass. Und dann noch mit dem gleichen Team in verschiedenen Formaten. Finde ich sehr, sehr cool. Kommen wir dann jetzt zum ersten Team. Markus Statter hat auch mal wieder ein sehr einzigartiges Team gebracht. Ihr habt es bestimmt im Stream gesehen. Das Finalmatch, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Das Finalmatch war extrem lustig. Wir haben auf der Venue alle gelacht, weil einfach so eine einzigartige Situation entstanden ist. Ich möchte es jetzt nicht verraten, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Schaut es an, es war wirklich. Es war einfach sehr, sehr einzigartig. Und ja, die Idee von diesem Team hat er im Interview gesagt, ist quasi, man hat hier Iron Jugulus mit der Booster Energy, das heißt einen sehr, sehr schnellen Tailwind und dann einfach Choice Packs Goldengo. Und er meinte halt, ja, wenn das Goldengo zuerst angreift, da können viele einfach nicht mithalten. Da sind viele schon mal gar nicht vorbereitet. Das ist so die erste Grundidee. Man drückt einfach Tailwind, Choice Packs Goldengo. Und dann kann man mit Snarl den Gegner disrupten. Man hat natürlich auch Faker, ein Team, den Gegner zu disrupten. Wenn Goldengo down geht, dann kommt halt Life Orb Great Tusk rein und drückt Earthquake. Kannst du neben einem Flying Type Jubilees natürlich auch easy machen. Und ja, da meinte er, das war so die Grundidee. Und um quasi ein paar andere Matchups zu fixen, vor allem eher die langsamen Trico-Matchups und so weiter, hat man da das Coffeetail. Und man hat's halt ein paar Mal im Stream gesehen, wie er einfach Coffeetail leadet, den Gegner, wie sagt man, trapped, also dass der Gegner nicht ausswitchen kann. Und dann drückt er einfach Charm und nimmt die Attack des Gegners runter. Er drückt Snarl und nimmt die Special Attack des Gegners runter. Und dann kommen eben diese starken Clean-Up-Pokémon, die dann einfach, ja, angreifen und man kann die Gegner kann nichts machen, weil die Pok weil seine Pokémon so sehr geschwächt sind. Und ja, das ist halt einfach extrem coole Idee, wieder ein sehr, sehr uniques Team. Ja, Props an Markus nochmal, das ist wirklich echt cool, was er immer für Teams zusammenstellt mit Wolfie hier an der Stelle. Und ja, was nehmen wir jetzt mit aus dem Turnier? Also, für mich habe mitgenommen, das Meta ist einfach wirklich offen, das Meta ist unberechenbar. Es bringt euch nichts, extrem gute Matchups zu haben gegen die Top-Meta-Sachen. Ihr müsst einfach sehr gut spielen, ihr müsst euch aufs Play konzentrieren und ihr müsst halt mindestens neutrale Matchups haben und versuchen, so viele mögliche wie mögliche neutrale Matchups zu haben, weil ihr seht, wir sehen hier kein einziges Mal das gleiche Team, ganz anders als das zum Beispiel letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt der Fall war. Wir sehen hier natürlich oft Iron Hands, wir sehen oft Warring Moon und so weiter, aber die sind halt immer in komplett verschiedenen Kombinationen. Dann sieht man natürlich hier auf Platz 27 10-4 gegangen, ist einfach ein Rotom Mau, ist einfach ein Gastrodon, ein Gardevoir. Das heißt, man braucht runde Teams, die gegen alles gewinnen können. Und das habe ich mir jetzt auch in den Kopf gesetzt.
ich habe mich zu sehr versteift auf die Matchups und in den neuen Runden habe ich dann eben wirklich einfach nur zweimal Matchups gespielt, die ich wirklich gepracticed habe. Also ja, die Idee ist, einfach ein rundes Team zu haben, was gegen alles gewinnen kann. Ja, wir sehen ja, ich meine, schaut euch das an, wir sehen hier Palafin, Torkoal, Glimmora in einem Team. Wir haben dann plötzlich hier einen Screamtail dabei, ein Serulege. Also man muss gegen alles vorbereitet sein. Und das nehme ich mir jetzt auch mit, dass das offenbar jetzt in den diesjährigen Formaten so aussieht, dass das so ist, dass man sich mehr konzentrieren müsste auf runde Teams. Und genau das setze ich mir jetzt zur Aufgabe. Damit wäre ich auch tatsächlich am Ende des Videos angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst mir gerne Kritik da, wenn euch das Video nicht gefallen hat. Oder ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn euch dieses Format gefällt. Ich dachte, ich ohne Skript so richtig spreche ich jetzt ja einfach mal drauf los. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Wie gesagt, die World Ranks werden wieder losgehen. Und genau, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und bis dahin, ciao, ciao.